Herren, wir haben uns jetzt über 4,5 Stunden mit den Fragen des Zustands der Partei Die Linke beschäftigt und auch über Vorschläge personeller Art beraten. Wir haben folgende Situation. Dietmar Bartsch hat seine Kandidatur bereits vor einigen Monaten erklärt. Wir haben die Situation, dass Oskar Lafontaine nun seine Bereitschaft erklärt hat, ebenfalls als Kandidat zur Verfügung zu stehen. Das bedeutet aber auch, dass er sich in keiner Weise dieser Partei aufdringen will als Vorsitzender, sondern dass er das als Angebot gemacht hat, dass wir jetzt in verschiedenen weiteren Diskussionen natürlich diskutieren werden. Dieses Angebot ist auf breite Zustimmung gestoßen bei dem Kreis, der heute hier anwesend waren. Das waren die Landesvorsitzenden, das war der geschäftsführende Vorstand, aber auch weitere Mitglieder der Partei. Wir haben eine sehr kulturvolle Debatte gehabt. Es gab absolut keine in irgendeiner Weise heftigen Auseinandersetzungen, sondern es wurde beraten, was für die Partei Die Linke, insbesondere angesichts der Lage, in der wir sind und der bevorstehenden Bundestagswahl, am besten ist. Diese Debatte wird jetzt weitergeführt werden. Wir werden auf Regionalkonferenzen einerseits über den Antrag, aber andererseits auch die personelle Situation diskutieren. Ich werde den Kreis, der heute hier zusammengekommen ist, weiter zu einem weiteren Gespräch einladen, nachdem diese Debatte erfolgt ist, auch draußen bei den Mitgliedern. Und ich werde mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bereits erklärt haben, weitere Gespräche führen, um ein Ziel zu erreichen, das eigentlich von allen befürwortet wurde. Das war das Ziel, dass wir möglichst zu einer Führung kommen, die miteinander arbeiten kann, einer Führung, die in dem, wie sie arbeitet, auch die Bundestagswahlen vernünftig vorbereiten kann, die natürlich nicht homogen in der Weise zusammengesetzt sein muss, aber die so zusammengesetzt ist, dass kooperativ gearbeitet werden kann. Das war auch ein Punkt, den Oskar Lafontaine in den Vordergrund gestellt hat. Er möchte natürlich eine Führung, die gut miteinander arbeiten kann, um die Aufgaben für die Bundestagswahl zu bewältigen. Wir haben auch kritisch diskutiert, wie die Lage der Partei ist, insbesondere warum wir in diese Lage geraten sind. Wir sind aber sehr schnell dann zu dem Thema gekommen, wie es weitergeht. Das ist das Entscheidende für die Linke, denn wir waren der Auffassung, dass wir eigentlich mit den richtigen Themen unterwegs sind, nämlich das Thema Arbeit und soziale Gerechtigkeit, das Thema Demokratie, das Thema Frieden. Wir haben allerdings selbst momentan eben nicht die Performance, mit diesen Positionen durchzudringen, und genau das wollen wir auch mit unserer personellen Aufstellung wieder ändern. So, das von mir. Einige Fragen konnte ich machen. Hast du denn auch Kritik an Oskar Lafontaine, wie zum Beispiel an seiner klaren Forderung, dass Dietmar Bartsch seine Kandidatur zurückzieht? Ich habe von einer Forderung, dass Dietmar Bartsch seine Kandidatur zurückzieht, von Oskar Lafontaine nichts gehört. Ich habe gehört, dass Oskar Lafontaine gesagt hat, es ist ein Angebot für die Partei, dass die Partei jetzt nützen kann oder auch nicht. Und er begibt sich nicht in Kampfkandidatur. Das habe ich gehört. Aber welche Forderungen hat er denn noch gestellt für den Fall, dass er kandidiert? Also außer der Kooperation, die Sie jetzt erwähnt haben. Keine. Da gibt es ja sehr viele Gerüchte. Er hat gefordert, dass Sarah Wagenknecht irgendwelche herausragende Rolle irgendwo spielen soll. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist auch überhaupt nicht Debatte gewesen. Auch keine Forderung von Oskar Lafontaine. Das ist wirklich eine Ente. Sondern er hat die Position, und die kann ich nur ausdrücklich unterstreichen, dass bei Bundestagswahlen ein langer Vorlauf erforderlich ist, dass man das nicht wie Phönix aus der Asche in den letzten 4 Wochen wuppt, und dass aus diesem Grund heraus eine kooperative Führung notwendig ist, die man miteinander arbeitet, um die Botschaften der Partei und die Partei selber in die Lage zu versetzen, dass man Bundestagswahlen vernünftig organisieren und gewinnen kann. In welchem Zeitraum rechnen Sie denn damit, dass die Situation, diese Pattsituation sich jetzt gelöst hat? Ja, spätestens bis zum Parteitag. Wobei natürlich auch klar ist, wir haben ja keine Kandidatur ausgeschlossen. Selbstverständlich kann es auch weitere Kandidaturen geben. Der Parteitag entscheidet über den Vorstand und niemand anderes, auch nicht das Gremium, das sich heute getroffen hat. Wie kann denn eine Lösung aussehen? Kann das mit beiden, denn es gibt ja jetzt keine, kann es eine Lösung geben, dass Bartsch
kandidiert als Vorsitzender und Oskar Lafontaine Spitzenkandidat wird in der Bundestagswahl? Also wie eine Lösung aussieht, tut mir leid, das werde ich jetzt wirklich mit den Betroffenen diskutieren und mit den Kandidaten und Kandidatinnen diskutieren und in den Gremien. Und dann werde ich es, sofern es dann eine Lösung gibt, Ihnen mitteilen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.